Prominente royale Unterstützung für ein wichtiges Thema. Ja, Durchsetzungsvermögen wird auch er zeigen müssen. Christian Kern wird in ein paar Stunden als 12. österreichischer Bundeskanzler der Zweiten Republik angelobt und im Juni dann offiziell zum neuen Chef der SPÖ gewählt. Bisher ÖBB-Manager, jetzt Hoffnungsträger einer Partei. Was kann er, was muss Kern können? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Arzt und Kommunikationsexperten Dr. Roman Seliger. Ja, wir haben da heute viel zu besprechen. Bisher war Kern ein hochrangiger Manager bei den ÖBB. Jetzt steigt er ein in die höchste Liga der Politik. Was kann er denn da von seinen Erfahrungen bisher als Manager nutzen? Das ist ein typisches österreichisches Phänomen, dass bevor einer im Amt ist, gleich einmal postuliert wird, der wird es wohl nicht schaffen, weil er ein Quereinsteiger ist. Und ich glaube, das ist gerade einer seiner größten Chancen, aus einem System zu kommen, wo Politik zwar eine Rolle spielt, aber wo man einen Konzern leiten muss, wo man mit vielen vielleicht Möglichkeiten zu tun hat, die man in der Politik nicht hat. All das sind Faktoren, die ihm helfen können. Wichtig ist natürlich, seine Qualifikationen einzusetzen, die er hat. Und dieses Querdenken, diese wirtschaftlichen Kontakte, die er hat, souverän Teams zu führen, und er ist ein High-Performer, was man bei der ÖBB gesehen hat. Also ich glaube, da entsteht großes Potenzial, wenn man ihn lässt, und das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Also ist ein Manager ein guter Politiker? Ich glaube, er hat großes Potenzial, weil es gibt viele Parallelen. Wie gesagt, das Team führen ist eine wichtige Geschichte. Ich glaube, mit verschiedenen Ressentiments, mit wirtschaftlichen Problemen umzugehen, gut umzugehen, in beiden Bereichen Politik und in der Wirtschaft sind das absolute Themen, die man beherrschen muss. Kern hat das aus meiner Sicht bewiesen. Spannend wird es natürlich sein mit seinem neuen Team. Auch da als Führungskraft darf man sich ein Team aussuchen. Das hat er auch machen dürfen. Die Frage ist, wie weit wird es dann weitergehen? Wird man ihm wirklich diese Freiheit lassen, wie angekündigt, oder wird es dann wieder so ein bisschen die Zügel enger gezogen? Das werden wir sehen. Freiheit, da möchte ich gleich einhaken. Man könnte natürlich auch sagen, als Quereinsteiger, nennen wir es jetzt mal so, tut man sich vielleicht auch leichter, sich über ungeschriebene Gesetze innerhalb der Partei hinwegzusetzen. Also Begehrlichkeiten aus den verschiedenen, von den verschiedenen Seiten zum Beispiel auch einfach blitzen zu lassen. Ist das eine Möglichkeit? Natürlich, wenn man kraftvoll ist, und ich glaube, er wirkt sehr kraftvoll. Er ist ein guter Rhetoriker, er hat gute Kommunikationstools im Laufe seiner Berufserfahrung gelernt, das merkt man. Er hat viele Stufen in der wirtschaftlichen Strategie, in der wirtschaftlichen Karriereleiter, ist erfolgreich raufgeklettert. Die Frage ist, was darf er tun? Werden sie ihm zuhören, die Kollegen aus der Partei, beziehungsweise, wenn man manche Berichte sich angehört hat, auch die Opposition sagt, na, lassen wir mal arbeiten. Nein, er wird es nicht schaffen. Also ich glaube, da entsteht ein sehr großes Potenzial, auf der anderen Seite auch eine Gefahr. Es ist ja auch sozusagen, da kann man auch mal ganz kurz über dieses Inwendige reden. Es ist einerseits dieser hohe Erwartungsdruck, jetzt soll er es richten für die Republik, für die Partei, und andererseits, jetzt schauen wir mal, was er kann. Wie kann man denn damit umgehen? Anscheinend war es notwendig, einen Wechsel zu machen, weil wenn alles gut gelaufen wäre, gäbe es keine Debatte eines Wechsels. Oder die Frage war natürlich auch, wie wird er damit umgehen? Also ist er der Richtige? Es war so im Vorfeld die Geschichte, wen wollen Sie wählen? Er ist es geworden, und die Frage ist jetzt, was macht er daraus? Es sind schon viele Leute gescheitert, die am Anfang großen Vorschusslorbeeren bekommen haben. Ich glaube, es ist wichtig, auch zu delegieren. Das muss er einfach lernen, weil man kann nicht gleichzeitig am Platz sein, gleichzeitig gut sein. Und ein sehr weiser Mann hat einmal gesagt, die intelligentesten Führungskräfte sind die, die noch intelligentere im Team haben. Und da hat er eine große Chance. Jetzt haben wir viel über Chancen und über Möglichkeiten gesprochen. Sprechen wir noch kurz über die Grenzen. Ein Betrieb ist letztendlich trotzdem auch keine Republik, kein Staat. Ja, die Grenzen sind natürlich da, und vor allem die Entscheidungsmöglichkeiten, die man in einem Unternehmen hat, auch wenn es ein großer Konzern sind, sind mitunter rascher zu erzielen. Also Entscheidungen entstehen rascher, wenn man sich manche Gremien und Diskussionen anfühlt. Ich glaube, da muss man als Manager mal lernen, die Politik tickt anders. Vor allem, man ist dauernd in der Öffentlichkeit. Im Unternehmen kriegt man halt manchmal doch die Möglichkeit, im Stillen erfolgreich zu werden oder auch zu scheitern. Und wie gesagt, eine Legislaturperiode dauert lang. Ob es Neuwahlen geben wird, er hat 1,5 Jahre Zeit zu beweisen. Aber ich glaube, es ist einmal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, ohne jetzt irgendwie politisch werden zu wollen. Sondern ich glaube, frische Besen kehren gut. Und die Kernkompetenz hat der Herr Kern bestimmt. Jetzt haben wir viel über ihn gesprochen, jetzt schauen wir mal, wir sind gespannt auf das, was auf uns zukommt. Danke für das Gespräch. Dankeschön.